Herzlich willkommen zu unserer Fondsvorstellung im Detail, heute dem Mellinckrodt German Opportunities. Ja, guten Morgen, mein Name ist Georg Oehm. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute den Mellinckrodt German Opportunities Fonds vorstellen darf. Es handelt sich dabei um einen Aktienfonds mit Private Equity Ansatz, der insbesondere für Investoren aufgelegt wurde, die sich der Fallstricke der Behavioral Finance bewusst sind und versuchen, die bei ihren Portfolioentscheidungen zu minimieren. Vielleicht vorneweg zu meiner Person. Ich selber bin 51 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder, wohne im Rhein-Main-Gebiet und betreibe den Fonds zusammen mit einem Kollegen, das ist der Daniel Fleig, der wohnt in der Schweiz. Und wir zwei machen jetzt diesen Fonds seit über 3 Jahren, also dieser Mellinckrodt 2 Fonds oder Mellinckrodt 2 SICAV, so heißt ja das juristische Vehikel in Luxemburg, ist in 2013 aufgelegt worden. Und vorher hatten wir auch schon einen anderen Fonds, der nur für institutionelle Anleger offen gewesen ist. Und ich würde Ihnen jetzt ganz gerne mal zeigen, wie wir bei unserem Fonds vorgehen. Was für Sie vielleicht von Wichtigkeit ist, zu wissen, dass der Daniel Fleig und ich, dass wir beide nicht aus dem klassischen Börsengeschäft kommen. Also der Daniel Fleig hat nie im Bankbereich gearbeitet. Ich selber habe mal eine Banklehre gemacht, Mitte der 80er. Wir haben dann beide studiert, er in Stanford und an der HSG, ich selber in Mainz und in Kiel. Und wir haben uns kennengelernt im Jahr 2005. Da hat nämlich Daniel Fleig als Private Equity Investor, der er seit 20 Jahren ist und auch heute noch ist, damals die Firma WNS gekauft und ich habe ihn damals dabei beraten. Und wenn Sie jetzt sehen, was der Daniel Fleig für Geschäfte macht, der ist also im Hauptberuf Private Equity Investor und ist Spezialist für die Beurteilung von Firmen im Detail und ich selber bin tätig gewesen, 10 Jahre lang im Beteiligungsgeschäft bei einem großen Mischkonzern. Das war damals die Metallgesellschaft, das war der größte Mischkonzern im DAX. Und danach habe ich auch noch 5 Jahre Unternehmenssanierung gemacht. Und danach, und bei dieser Tätigkeit habe ich den Daniel Fleig kennengelernt, war ich eben 10 Jahre im Bereich Finanzkommunikation. Das war Investor Relations, das war aber auch Public Relations, verschiedene Sachen. Und bin eben immer im Börsenumfeld tätig gewesen. Jetzt werden Sie sich fragen, okay, was hat jetzt Behavioral Finance mit Ihnen zu tun? Also ich sag mal so, Behavioral Finance, das ist eben aus meiner Sicht zusammengefasst die Wissenschaft davon, warum sich Anleger oft selber im Weg stehen. Und wenn Sie sich diese Karikatur anschauen, die war schon ein Klassiker Mitte der 80er zu meiner Banklehrzeit. Also die Leute ändern sich nicht, die Gene der Menschen sind irgendwie ähnlich. Und das Einzige, was jetzt neu ist, ist, dass eben amerikanische Professoren das auch mal beschrieben haben. Deswegen geistert jetzt auch immer der Begriff Animal Spirits durch die Gazetten. Das geht auf dieses Buch von Herrn Eckerloff und Herrn Schiller zurück. Den Herrn Schiller werden Sie kennen mit Irrational Exuberance. Herr Eckerloff ist auch Nobelpreisträger, aber was vielleicht auch nicht uninteressant ist, auch der Ehemann von Frau Yellen. Also Sie können sich vorstellen, im Küchenkabinett ist er auch immer mit dabei. Und um die Sache kurz zu beschreiben, also Behavioral Finance ist für mich, wenn Psychologie und Geld zusammentreffen. Und das passiert immer dann, wenn Sie irgendwie sich mit jemandem unterhalten und sagen, ach, da habe ich da hinten investiert, da konnte man irgendwie 10% verdienen. Und dann guckt man ins eigene Depot und stellt fest, ja, bei mir sind es ja nur 7. Und die Differenz, das ist eben die Verhaltensdifferenz, die man immer wieder beobachten kann. Und die wurde eben von Herrn Kahnemann beschrieben, in der sogenannten Prospekttheorie. Das Buch da, schnelles Denken, langsames Denken, steht ja in jeder Warnungsbuchhandlung. Ich habe es dann auch mal gelesen und der Inhalt ist im Prinzip in dieser Zeichnung oder in diesem Chart zusammengefasst. Also der Herr Kahnemann zusammen mit dem Herrn Tversky hat eben erstmal festgestellt, dass die Menschen ja mehr Angst vor Verlust haben, als dass sie sich am Gewinn erfreuen. Das ist nun einfach mal so. Das ist auch als solches nichts Schlechtes. Schwierig wird es nur, wenn man das bei seinen Anlageentscheidungen nicht berücksichtigt. Und wenn Sie jetzt den hier dargestellten Fall betrachten, dann ist es eben so, der Anleger kauft eine Aktie, sie steigt erst noch ein bisschen und dann geht es eben gen Süden. Dann wird verkauft, weil man ja Angst hat, dass die Verluste noch größer werden.
Man beobachtet das Ganze weiter. Und beim nächsten Partygespräch wird dann berichtet, dass man die Aktie ja wieder zurückgekauft hat. Natürlich billiger als beim ersten Mal. Es wird aber weggelassen, dass man sich noch im Verlust befindet, weil man ja zwischendrin verkauft hat. Und dieses ganze Verhalten, also das Hin und Her, das ist eben insbesondere dann zu beobachten, wenn die Anlageobjekte, ich sag mal, dem täglichen oder auch dem Sekundenhandel zugänglich sind, also wenn man da schnell rein und raus kann. Bei Immobilien ist das alles viel schwieriger, da müssen zum Notar laufen und so weiter. Das ist eine gewisse Bremse, die einen auch schützt. Und deshalb ist unsere These eben, dass in vielen Fällen gar nicht so sehr das Anlageobjekt das Problem ist, sondern mehr der Akteur. Unsere Antwort darauf ist dieses Bild. Als Freunde vom Bergsteigen ist es eben so, dass im Beteiligungsgeschäft das alles ein bisschen länger dauert. Da geht das eben nicht in 5 Minuten rein und raus. Und wenn man sich das im Detail dann anschaut, hängt das eben auch damit zusammen, dass eben im Beteiligungs- oder Private-Equity-Geschäft die Vorgehensweisen doch ganz anders sind. Und was wir bei unserem Fonds machen, ist, dass wir eben die Vorgehensweisen von Private Equity anwenden auf die Investition in börsennotierte Unternehmen. Und eine wichtige Sache, die wir dabei machen, das ist im ersten Schritt, und das können Sie dann jetzt hier an diesem Unternehmensbeispiel sehen, dass wir nach Branchen investieren. Das heißt, wir suchen uns immer erst Branchen oder Themen, für die wir uns interessieren. Und im zweiten Schritt suchen wir uns dann die Unternehmen. Wenn Sie hier das Beispiel der Firma Comet sich anschauen, das ist eben eine Firma, in die haben wir schon in 2011 in unserem ersten Fonds investiert. Da sind wir bis heute drin investiert. Und das ist eben ein typischer Profiteur vom sogenannten Internet der Dinge. Also wir haben alles schon von automatischen Fahren gehört oder von neuer Haustechnik oder von Sensoren in der Fabrik. Und wenn eben jetzt die Konzerne diese Bauteile kaufen wollen, dann müssen die ja auch gebaut werden und dann müssen sie Fabriken bauen. Und um die Fabriken eben einzurichten, müssen sie Maschinenstraßen hinstellen, dann haben sie einzelne Maschinen, da gibt es dann wieder Zulieferteile. Und so eine Firma wie Comet, die macht dann eben jetzt nicht den Spaten, sondern die macht eben quasi die Schraube, mit der der Stiel an dem Schaft befestigt wird. Die weltweite Arbeitsteilung ist nur sehr ausdifferenziert. Und das Gute an der Sache ist, dass eben es von dieser Art Firmen, das hat viel mit Vakuum zu tun, es eine ganze Reihe gibt in der Schweiz und auch in Deutschland. Und damit haben wir auch wieder die Chance, A, die Firmen anzuschauen und auch mit den Menschen zu sprechen und uns dann auch eine Meinung zu bilden, welche denn da gut ist und welche nicht so gut ist. Also ich sag mal, Pfeiffer Vakuum kennen Sie vielleicht auch. Die haben wir nie so gemocht. Wir haben lieber Comet gekauft für unseren Fonds, weil wir die Firma einfach besser finden. Und sich dann anschauen, was das dann für den Fonds bedeutet, dann stellen Sie eben fest, also wir sind ja ein Usage-Fonds, der einen gleichberechtigten Fokus hat auf Schweiz und Deutschland. Das hängt damit zusammen, dass wir auch im Beteiligungsgeschäft in diesen Regionen eben immer tätig gewesen sind. Also ich kann halt kein Koreanisch und mein Kollege kann auch kein Portugiesisch. Und wir haben auch ein konzentriertes Portfolio. Also in Private Equity Fonds sind es ja typischerweise meist nur 10 Firmen. Wir haben jetzt hier in unserem börsennotierten Bereich ungefähr 30 Firmen. Also normale Aktienfonds haben ja meist über 100 Aktien. Und die Themen, in die wir investieren, das ist eben im letzten, ich sag mal, 18 Monaten ein Schwerpunkt gewesen auf Internet der Dinge, auf Materials und Energie, auf Gesundheit, Transport und den Finanzsektor. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, also die Präsentation ist schon zwar die aktuelle, aber wir sind jetzt gerade auch am Umbauen des Fonds und haben beispielsweise die Investitionen im Transportbereich zurückgefahren, auch im Bereich Internet der Dinge. Also wir haben durchaus Gewinne bei sehr gut gelaufenen zyklischen Aktien mitgenommen und sind zurzeit dabei, in 2 neuen Themenfeldern Positionen aufzubauen. Das eine nennen wir Internet Video. Das ist im Prinzip die Entwicklung, dass die Technik bei Telefonen, aber auch im Internet weiter voranschreitet und dass dort wir davon ausgehen, dass das Verhalten der Menschen sich stark ändern wird. Also wir erwarten, dass
das Konsumieren von Videos, was wir heute bei 15-Jährigen schon beobachten können, dass das in 5 Jahren wahrscheinlich alle in dieser Intensität machen und dass das Lesen doch eher da etwas noch zurückgehen wird. Und das wird eben sehr viele Geschäftsmodelle stark verändern. Und da sehen wir große Chancen. Das Ganze ist so, dass wir als Anlageziel für unseren Fonds haben, eine Performance zu erreichen wie der DAX, aber eben mit der halben Volatilität. Und wenn man sich das anschaut im Chart, das ist jetzt hier der Chart seit Auflage, also der Fonds ist aufgelegt im Dezember 2013, dann sehen Sie, dass wir eben in den Anstiegsphasen nicht immer voll mit hochgestiegen sind, dass wir aber auch deutlich weniger zurückgegangen sind. Also wenn Sie nur mal schauen, zum Beispiel im September 2015, da im August, da ist der Markt eben massiv zurückgegangen. Also Sie sehen das hier am Beispiel der ETFs auf den DAX, auf den Schweizer Index SMI und auf den Stock 600. Und da haben wir uns relativ stabil gehalten, weil wir eben in schwierigen Marktsituationen eben auch Kasse halten oder auch Kurssicherungen vornehmen. Also ich sag mal, heute ist die Börse ja nicht so bullisch. Also wir haben über 10% Kasse im Moment und wir haben auch 10% des Portfolios mit DAX Futures abgehedged. Also unsere Netto-Aktienposition ist im Moment unter 80%. Stand jetzt gerade. Sehen Sie hier jetzt auch vom Kursverlauf, ist mal als Beispiel jetzt der Zeitraum Juli 2015 bis eben Februar. Da ist eben unser Fonds ungefähr 5% zurückgegangen und die großen Indizes, die haben eben in der Spitze alle um die 25% verloren. Und wir glauben eben, dass unser Fonds deshalb für Menschen, die sich des Behavioral Finance Problems bewusst sind, besonders geeignet ist, weil es ja sicherlich schön ist, wenn man heroisch eine Finanzposition durchhält, wenn sie mal runterfällt, aber es fällt natürlich viel leichter, wenn es gar nicht so stark fällt. Was jetzt ein wichtiger Chart ist, das ist jetzt eigentlich das Besondere, was wir eben bieten. Also sieht erst im ersten Blick ein bisschen kompliziert aus. Also fangen wir mal an auf der Y-Achse, also auf der senkrechten, da steht die Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren. Da gibt es eben hier etwas dunkler grau unterlegten Korridor zwischen 15% und 30% Performance, die da erzielt wurde. Und da sehen Sie eben links den dunklen Punkt, das ist unser Fonds. Sie sehen dann die farbigen Punkte, das sind wieder die auch im Chart enthaltenen Indizes, also die ETFs. Die Indizes können Sie ja nicht kaufen, deswegen nehmen wir die ETFs, weil man kann ja nur einen ETF kaufen. Und außerdem die grauen Kreise sind dann eben Aktienfonds Deutschland. Man kann das auch mit anderen Fondsuniversen machen. Also wir werden teilweise als europäischer Aktienfonds eingestuft, teilweise als deutscher. Das ist ein bisschen zwischen den Stühlen, weil wir ja Deutschland und Schweiz machen. Das macht sowieso so sonst keiner. Aber es zeigt eben hier in der Grafik doch sehr deutlich, dass wenn Sie die X-Achse sich angucken, also die Volatilität ist dort abgetragen, dass eben die meisten Fonds eine Volatilität haben von 18 oder sogar über 20. Mit einer tiefen Volatilität fällt im Prinzip nur der Schweizer Index raus. Also das ist der grüne Kreis. Aber alle anderen liegen doch eben hier im 3-Jahres-Zeitraum bei 19. Das waren jetzt mal die Daten zum Ende letzten Jahres. Wenn Sie aktuell sich angucken, hat sich nicht groß geändert. Und wir haben eben die halbe Vola. Und wenn man das Ganze dann sich auch mal anschaut, wie ist das Portfolio eigentlich aufgeteilt? Das geben wir auch regelmäßig bekannt, also die Detailaufteilung und so weiter. Da sehen Sie eben, dass wir Ende Mai, also Ende letzten Monats, zu etwa 25% eben in deutschen Aktien investiert waren, zu knapp 27% in der Schweiz. Und dann hatten wir eben 30% in anderen europäischen Ländern. Also wir haben zurzeit für unsere Verhältnisse relativ niedrigen Deutschlandanteil. Und Sie sehen da, dass wir eben per Ende Mai eine Kasse gehabt haben von 6,7%. Das war noch kurz bevor es dann da nochmal so eine schwierige Börsenphase gab. Wir haben dann also zwischenmonatlich und untermonatlich die Kasse auch noch erhöht. Also das wird von uns sehr aktiv verfolgt und gemanagt. Das wird quasi, ja, ich sag mal, wenn es nötig ist, stündlich oder minütlich angepasst. Und wenn Sie wissen wollen, was für Themen wir investieren, also die Investitionsthemen, ich hatte schon erwähnt, das Thema Zulieferer Internet of Things, also die Firma Comet, die da als Beispiel jetzt genannt ist,
Das ist unser größtes Themenfeld gewesen zum Ende des letzten Jahres. Ist das jetzt. Wir werden jetzt zum Halbjahr wieder eine neue Grafik da bekannt geben. Und da lag das eben bei 21,75% Portfolioanteil in 5 Firmen, die investiert war. Im Bereich Materials und Energie, da haben wir also, ich sag mal, Rohstofffirmen und wir haben auch Zulieferer zur Ölindustrie. Also wir haben jetzt nicht so sehr auf Ölkonzerne gesetzt, sondern mehr auf Firmen, die beispielsweise Pumpen herstellen oder Bauteile für Schieferölproduzenten und so weiter. Da gibt es interessante Sachen. Also es ist also mehr Maschinenbaufirmen, die in diesem Sektor aktiv sind. Dann haben wir den Bereich Gesundheit, wir haben den Bereich Transport, den haben wir jetzt schon reduziert, aber da haben wir noch ein bisschen was. Finanzen haben wir im Moment gar nichts mehr. Und Infrastruktur und Bau haben wir auch nur noch eine Position aufrechterhalten. Also wir hatten im letzten Jahr relativ viele Unternehmen, insbesondere aus der Schweiz, die vom boomenden deutschen Wohnungsmarkt profitiert haben. Also das waren so Firmen, ich sag mal, wie Geberit oder Forbo oder andere. Da sind aber die Bewertungen so stark gestiegen, dass wir uns von dem ganzen Sektor getrennt haben. Und zum Jahresende auch war die Kasse so bei 6%. Und Sie sehen eben, dass wir das Ganze auch währungsmäßig betrachten. Also wir haben eben auch bei uns im Fonds eben den Vorteil, dass unsere Volatilität auch dadurch oftmals geringer ist als bei anderen Fonds, weil wir eben in schwierigen Marktphasen davon profitieren, dass Schweizer Aktien, wenn es schwierig wird, weniger fallen, aber insbesondere obendrauf meistens dann auch der Schweizer Franken steigt. Das ist jetzt aktuell gerade mal nicht so, weil der Euro sehr fest ist, aber wir haben eben auch die Möglichkeit, unser Währungsexposure bei anderen Währungen auch abzusichern. Das machen wir manchmal auch und da haben wir also immer ein genaues Auge drauf, auch deswegen, weil es ja zurzeit so ist, ja auch sehr ungewöhnlich, dass die Volatilitäten von Währungen höher sind als die von Aktien. Deswegen darf man das halt nicht vorlassen. Ja, und das war jetzt mal die schnelle Parfumschritt einmal durch die Präsentation. Und jetzt, Helena, darf ich an Sie zurückgeben. Und ja, gerne waren Sie für. Ich danke Ihnen, Herr Öhm, für Ihre Präsentation. Danke Ihnen, liebe Teilnehmer, für Ihre Teilnahme bis zum Schluss. Freue mich schon auf das nächste Mal. Ihr Thomas Helena und Georg Öhm.